So, hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, ihr habt mir in der letzten Folge brav unter die Kommentare geschrieben, dass wir noch ein paar Teile offen haben und ich das nicht gesehen habe. Stimmt das? Es stimmt. Danke. Finde ich auch mega geil, wie geil das einfach bei euch angekommen ist. Was? Inkompatible Gegenstand kaufen. Nein. Alter, okay, das habe ich wirklich nicht gesehen. Das ist inkompatibel. Alter. Also das ist das, was wir bekommen haben, ne? Okay, wenn es sich kostet, hauen wir drauf. Wenn wir es schon vorhanden haben, geil, okay. Und wir haben angeblich noch einen Spoiler vergessen. Dass ich sowas vergesse, keine Ahnung, aber angeblich. Ja, hier oben ist ja noch... Okay. Was? Okay, das ist leicht übertrieben, kann das sein? Ich habe überall unzureichende Mittel, das ist uncool. Ich habe ziemlich... Ach, das ist ja das, was wir bekommen haben. Warte, ich mach das einfach mal drauf und dann gucken wir mal einfach mal, wie das aussieht. Weil ich glaube, das ist übertrieben, oder? Nee, das geht. Oder? Nee, das ist das übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich fahre eigentlich schon gern Extrem-Spoiler. Ich muss auch nochmal testen, warte kurz. So, Optik-Tuning war hier, so. Ach ja, man kann die Scheiben tönen. Nein, ich will die Scheiben nicht tönen. So. Geht's nochmal hoch? Was ist das hier? Soundsystem, kein Inter... Alter, wie geil! So, momentan zugewiesen. Kann man die auch runter machen wieder, oder? Wieder ganz nach vorne, ne? Njong. Wie hau ich denn die wieder runter? Wo ist denn Serie? Aha, okay. Wir machen den Spoiler wieder runter. Geht das überhaupt? Okay, der Spoiler ist drauf. Achso, hier Optik-Tuning entfernen. Auf Serie zurücksetzen. Alle Teile zurücksetzen. Außer Räder. Was? Nein! 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 Okay, der Spoiler ist jetzt drauf. Ich habe keine Ahnung, wie man den Spoiler wieder runternimmt, aber er ist jetzt einfach drauf. Okay, so schlecht sieht die auch wirklich aus. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich fahre gerne extrem Spoiler. Also von dem her, doch. Ich habe mir jetzt auch mal meine Stimme lauter gestellt. Also man sollte mich in dieser Folge besser hören. Okay, hier in der Garage ist es normalerweise kein Problem, aber draußen, wenn man fährt und der Motor ziemlich laut ist, da hat man mich ein bisschen schlecht verstanden in der ersten Folge. Aber, Amy. Rette mich, bitte. Ich krieg einen Koller oder hab ihn schon. Oder krieg ihr noch. Tut mir leid, ich schweife ab. Ich muss einfach raus. Treffen wir uns? Ein Nein gilt nicht. Komm lieber vorbei. Okay. Okay, ich komm vorbei, Amy. Okay, Manu? Ist sicher eine Menge los, aber ich mach mal Pause. Mal sehen, was noch passiert. Ja, genau. Ich brauch auch meine Auszeit. Wo ist Robin? Keine Angst, Spike. Sie wird kommen. Was? Nein, Mann. Ich meine ja nur. Weißt du, die ganze Crew zusammen zu bekommen wäre gut. Das ist alles. Mhm. Dein Geheimnis ist sicher bei uns. Und beim Rest der Welt. Leck mich. Was ist mit Travis? Keine Ahnung. Ich schreib ihm nochmal. Warum fahrt ihr nicht alle zum Diner und ich komm nach? Klingt nach einem Plan. Warum liegt denn diese Nacht schon beim Diner? Jetzt auch noch Spike. Hey, yo, was geht? Ich cruise durch Royal Park. Ist zwar nicht sehr königlich hier, aber was soll's, oder? Wer bin ich schon neben dem Champ? Komm rüber, fahren wir eine Runde, bevor die Cops auftauchen. Peace. Ja, okay, okay, machen wir. Ruft noch jemand an oder kann ich jetzt raus aus der Garage? Ich kann raus aus der Garage. Alles klar, sehr schön, okay. Okay, dann wollen wir das Teil mal testen. Wir haben auch ein paar Leistungstuning-Upgrades reinbekommen, was wir auch letztens gut ausgerüstet haben. Ich bin gespannt, ob die Karre jetzt deutlich heftiger ist. Nicht gespannt. Okay. So, dann wollen wir die Karre mal austesten. Okay, aber es sieht schon badass aus. Leute.
Geil. Okay, wir gucken erstmal auf die Karte. Und wir wissen, wohin. Was machen wir denn zuerst? Wir haben von jedem irgendwie einen Auftrag bekommen. Okay, wir könnten nochmal zu Amy gucken. Wegen Teile. Ich will Teile haben, verdammt. Ich krieg 4000 dafür und eine Menge RP. Was ist das hier? Ach, das sind die anderen Spieler, die rumcruisen. Übrigens, das ist ein Online-Spiel, das ihr könnt gerne mir auf der PS4 eine Freundschaftsanfrage schicken und dann können wir mal auch mal zusammen hier rumfahren durch die schöne See. Ich weiß, was Cops sind. Da brauchst du mich nicht erklären, auch mit den Tutorials. Hier fahren ziemlich viele Leute rum. Ich weiß nicht, ob mir das stören soll. Aber egal. Egal. Kann man da hoch auf die Berge? Nein, oder? Das ist, glaube ich, nur. Oder kann man da irgendwann hoch? Die Insel ist ja nicht umsonst da. Obwohl, das ist auch alles umsonst da, ne? Egal, lass mal das verstehen. Hier wird aber gerade nur Amy angezeigt, oder? Hier unten. Das ist Spike, ne? Ja, das ist Spike. Oder? Das ist grün. Grün ist eigentlich Spike. Okay. Okay, das sind die Ziele. Alles klar. Hier ist Spike. Wo ist Manu? Manu ist am Arsch der Welt. Alles klar. Okay. Würde ich sagen, ist zwar eine leicht kurze Strecke, aber fahren wir nochmal zu Amy? Oder nee, eigentlich könnten wir runter zu Spike fahren. Komm, wir fahren mal runter zu Spike. Kann ich denn auch aktive Missionen? Kann ich eine aktive Mission markieren? Geht das irgendwie? Nee, ne? Kann ich dieses ausblenden? Alles klar, was ist das hier? Nachrichten. Robin Crew. Was? Hey, es gibt diese tolle neue Art zusammenzufahren. Die Speedlists. Das sind mehrere großartige Events nacheinander. Damit man weiß, wer der Beste ist. Probier's aus, wenn du dich traust. Ja, ich kenne mich aus, Robin. Ich kenne mich aus. Travis. Was? Bruder, tolle Neuigkeiten. Wir haben einen super Deal mit einer Lagerfirma. Wir können jetzt die Autos, die wir nicht brauchen, abstellen und müssen sie nicht verkaufen. Sieh es dir in der Garage an. Okay, finde ich geil. Okay, das haben wir alles. Sehr schön. Die anderen haben wir uns aber schon in der Garage angehört, oder nicht? Ich glaube schon. So, Karte, Nachrichten, LP. Zur Garage springen, Schlupfschluss. Was ist das denn? Was? Nein! Es gibt einen fucking Fotomodus. Es gibt einen fucking Foto. Ich bin glücklich. So. Hab ich nichts auf markiert auf der Karte? Ich hab doch Spike markiert. Hier. So. Hallo, ich will Spike markieren. Danke. Ja. Route. Nichts Teleport, wir wollen die Karre testen. Nichts hier mit Teleport. Wir können uns irgendwann teleportieren, wenn wir die ganze Stadt mal abgefahren sind. Aber im Moment. Ach, schön. Ja, schön. Schön, finde ich geil. Okay. Ja, ist geil. Ja. Okay. Sie zieht deutlich mehr an, die Karre. Sie zieht deutlich mehr. Warte, ich muss meinen eigenen Sound mal leiser stellen. Damit ich mich selbst auch ein bisschen höre. Okay, passt. War doch ein bisschen zu laut auf meinem Ohr. Okay. Wo müssen wir denn genau hin? Die Route wird uns gut angezeigt, finde ich gut. So. Konzentrieren, Rayon. Die Karre geht auch deutlich direkter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch gar nicht, was wir alles angebaut haben, weil das wurde ja automatisch eingebaut. So. Aber sie fährt deutlich besser. Sie fährt deutlich direkter. Man kommt deutlich besser um die Kurve. Das finde ich sehr gut. Was ist das hier? Oh, was? Okay. Ja, ist okay. Wer baut hier einfach einen Sprung gehen? Was soll das? Wir sind nicht bei Stuntman, nicht Nisch. Wir sind bei Need for Speed. Obwohl, es passt jetzt zu Need for Speed. Die ganzen alten Need for Speed-Teile haben ja Rampenfunktionen und so weiter. Ich bin auch richtig gespannt, wie es hier mit den Cops aussieht, ob die eine Herausforderung sind oder ob es nur so Low-Cops sind, wie beispielsweise bei Rivals. Bei Rivals waren die Cops ja gar nicht mal so interessant, sag ich mal. Ich meine, die besten Cops, die besten Vorhersagen gab es immer noch bei Need for Speed. Und zwar beim 2003er Ableger, oder ich weiß nicht, beim Need for Speed Most Wanted, der 2003er Ableger. Ich weiß nicht genau, 2003 oder was, ist ein bisschen später. Ich glaube, es war ein bisschen später, ich weiß nicht, 2005. Irgendwie um den Dreh, ihr wisst, was ich meine. Es war auf jeden Fall nicht die 2012er Version. Also das neue Most Wanted, was ich kacke finde. Nein, ich darf meine defensiven Lobe hier aussprechen. Das darf ich, danke. Sauberes Fahren! Hat er mich gerade wegen sauberem Fahren gelobt? Das finde ich schon ein bisschen leicht geil. Okay. Oh. Was? Wovon haben wir gerade zwei? Von Level, oder wie? Oder war das Fahrungsstufe? Nee, das war Level. Okay, ist ja nicht sehr gut. Okay, geil. Ja, pick falsch ab. Okay, noch geht's mit dem Schaden. Ich will mich bemühen, nicht zu viele Kratzer in meine Karre zu fahren, denn ich mag das. Ich mag mein Auto. Ich find's auch mega stylisch. Ja, doch nicht. Finde ich geil. Und dass wir einen Fotomodus haben, das ist einfach mal so. Ah, sexy. Ah, ich werde viele Stunden im Fotomodus verbringen.
Leute, ihr könnt auch auf echt geile Thumbnails freuen. Ah, geil. Ich bin so gerne im Fotomodus. Ich habe doch bei Horizon Zero Dawn geliebt und ich liebe es auch bei Need for Speed Most Wanted. Besonders bei so Autospielen bietet sich das ja mega an. So, hier um die Kurve, das finde ich sehr geil. Kann die Karre jetzt eigentlich auch quer? Mal testen. Ja, sie könnte quer, wenn wir sie ein bisschen mehr auf Drift auslegen würden. Aber so ist es, glaube ich, ein bisschen zu viel auf Drift. Doch, kann quer, geht quer. Okay, man muss aber gut die Handbremse dosieren. Also es ist nicht so easy, mit der Karre quer zu fahren. Man muss die Handbremse ganz... Ah, okay, übersteuert. Alles klar. Okay, wir lassen das Drift bei der Karre. Wir bauen uns eine Karre, die für Drift ausgelegt ist. Aber die Karre hier, die ist Grip. Die ist Rennen, die ist... Babo. Hey, da war ein Spieler. Okay, ich habe die geilere Karre. So. Ah, da vorne. Rundkurs zur Strecke gebracht, leicht. Alles klar, Rundkursrennen. Okay, fahre denn das Rundkursrennen mit Spike. Hier steht nicht, dass wir ihn besiegen müssen. Oh ja. Ach ja, Spike. Komm, lass uns zur Scheuer. So, Spike, ich bin heiß. Warum schaltet Spike vor uns, oder wie ist das? Nee, Spike schaltet nicht vor uns. Nein, hör auf! Mann, mit diesen Tutorials. Ich will das selbst herausfinden, entdecken. Ich bin doch kein Noob-Player oder so, oder sehe ich es aus? Von Spike, okay. Versuch mal sicher zu fahren und nicht allzu sehr auf Risiko zu gehen, denn... Ja, ist klar! Schneid mir hier rein, danke dir! Da rede ich von sicher fahren und da kommt so ein Dulli! Nein, hatte ich nicht Vorrang gerade? Also ich kenne mich nicht so aus dem Straßenverkehr, aber hatte ich nicht gerade Vorrang? Eigentlich schon, oder? So, Spike, wo bist du? Mit deinem BMW hast du natürlich mehr Leistung drauf. Wer zahlt ihm das eigentlich? Sein Daddy? Er hat ja auch einen reichen Daddy, ne? Okay. Rayon, was habe ich gesagt über Driften? Lass das. Okay, Grip, komm, zieh. Glücklicherweise stand da noch nichts von gewinnen. Also wir müssen nicht gewinnen, wir müssen nur mit Spike mitfahren quasi. Was ich sehr begrüße, denn ich will nicht jedes Rennen neu starten. Wenn es mal darum geht, wirklich ein Rennen zu gewinnen, werden wir natürlich auch Rennen neu starten. Aber so, wenn es nur darum geht mitzufahren, dann fahren wir einfach nur mit. Ich will nicht jedes Rennen dreimal fahren, wenn die Sachen, also die Platzierungen, die wir erreichen, ausreichen. Ich muss nicht in dem Rennen Erster sein. Es geht mir auch darum, also nicht darum, überall Erster zu sein oder wirklich zu dominieren. Ich will ein Spiel Spaß haben mit euch zusammen. Ich will geile Autos bauen. Ich will Spaß haben beim Rumfahren. Ich will cruisen. Ich will driften. Und ja. Okay. Langsam kriege ich aber das Handling von der Karre ganz gut raus. Ich muss nur mit der Handbremse das Dosieren ein bisschen lassen. Lass die Handbremse in Ruhe, Rayon. Tu es nicht. Mit der normalen Bremse. Das reicht. Du kommst auch um die Kurven. Du musst nicht driften. Bei Driften wird man sowieso langsamer. Das ist bei solchen Rennen gar nicht mal so... vorteilhaft habe ich so viel, oder? Okay, ich komme ganz gut. Oh, okay. Handbremse hat doch ein bisschen. Okay, man muss nur richtig dosieren. Das ist gar nicht mal so easy. Aber ich komme noch rein, Leute. Ich spiele nicht so viel Rennspiele. Deswegen ist das für mich schon eine ganz gute Leistung. Und wir werden ja auch besser. Wir werden hier mit der Zeit an unseren Aufgaben wachsen. Auf jeden Fall. Bin ich ziemlich optimistisch. So. 8 von 20. Eigentlich könnten wir noch einholen, oder? Oder wo ist der Dulli? Okay, hier kommt man ganz gut um die Kurve, muss ich schon sagen. Okay, die Karre ist schon ganz geil. Also die bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr auf Grip auslegen. Die passt eigentlich so ganz gut. Also auf Middle. Finde ich eigentlich schon ganz geil, muss ich schon sagen. Hier rüber, alles... Okay. Ich komme klar mit der Karre. Spike, wo bist du? Das ist unfair. Kannst du nicht mal kurz stehen bleiben? Ich habe einen schlechten Start. Mann. Wo ist Spike? Ich kann das Ganze jetzt hier nicht davonfahren. Das ist ja unglaublich. Ja, egal. Spike soll auch mal seinen Triumph haben. So, leichte Konzentration am Rande. Ist auch immer ganz wichtig. Das Taxi lassen wir mal so stehen. So. Das war's schon. Okay. Spike 1, Rayon 0. Neue persönliche Bestleistung. Ja, geil. Und wir haben ein bisschen Dollar bekommen. Ein bisschen Geld. Okay. Need for Speed Network. Geil. Joa, wir haben nicht gewonnen. Aber egal. Es geht nicht immer ums Gewinnen. Aber ich fand das Rennen einfach geil. Ich find das Fahren in dem Spiel einfach so mega. Das ist einfach so ein geiles Gefühl. So, Spike, rufst du mich doch an, oder? Mission erfüllt, okay. Yo, Mann, was ist los? So ein Mist. Echt jetzt? Lass uns im Longhorn eine Runde Pool spielen. Ich warte auf deinen Anruf. Komm vorbei. Manu und Robin sind auch da. Ja, lass uns eine Runde Pool spielen. Und übrigens, das hier ist ein Donut. Die gibt es überall an der Karte verteilt und hier geht es einfach darum, die Karre rumzuzimmern. Komm schon, komm quer. Komm schon, ja, ist okay. So, zähl das.
Ist klar, ja geil. Ah, Sammelobjekte. Es gibt 4 Arten von Sammelobjekten in Ventura Bay. Donaustellen, Aussichtspunkte, Urbex-Punkte und Gratisteile. Finde und sammle sie alle, um REP und Upgrades für deinen Wagen zu erhalten. Achte während der Fahrt auf der Minikarte und Markierung in der Welt. Das ist genau richtig da geblieben. Ich habe nichts weggeklickt gerade. Das ist genau so lange da geblieben, wie es gepasst hat. So, was ist denn das da drüben? Ist das eine Tanke? Was macht die Tanke genau? Carwash. Macht die Tanke hier was? Ach! Ach so, ist das so ein Reparaturding? Ja, das ist ein geil, die Tankstellen reparieren einen. Finde ich geil. Okay, finde ich gut. Also, ja, geil. So. Dann fahren wir denn das nächste hin. Ich klicke immer die falsche Taste. So, wir haben eine Nachricht. Von? Ist doch nichts neu. Das ist doch nichts neu, das hatten wir doch alle schon. So. Karte! Sind wir denn irgendwo in der Nähe von irgendwas? Hier unten. Okay, das ist Manu. Wir könnten zum Manu runterfahren. Fahren wir zum Manu runter, würde ich sagen, oder? Ja, komm. Das ist gerade in der Nähe. Gute. Ich will nicht teleportieren, ich will fahren. In dem Spiel geht's um. Ja, ist okay, Spike. Spike, ich sag's dir. Nimm mal Abstand von dieser Magnus-Sache. Er ist eine Legende. Man schafft's nur an die Spitze, wenn man ihn ausschaltet. Ich bin da mit Travis einer Meinung. Nicht du auch noch, Robin. Ey. Bleib einfach bei deinem Plan. Das ist mein Plan. Mein neuer Plan. Und außerdem, jetzt oder nie. Hey, Manu ist drüben im Longhorn. Lass uns hinfahren und darüber reden. Ach, vergiss es. Ich zieh das durch. Ich kann nicht, Robin. Hab noch ein Treffen. Nächstes Mal, okay? Okay. Kümmert euch um unsere Newbie. Machen wir. Bis später. Wer ist hier der Newbie? Wir sehen uns im Longhorn. Okay, jetzt seid ihr fertig. Jetzt kann ich hier machen, oder? Was ist das hier? Urban-Punkt ansehen. Okay. Geiles Foto. Mhm. Ich hab das Auto richtig geil platziert. Muss ich schon sagen. Was haben sie jetzt genau gebracht? Na, gar nichts. Okay, alles klar. Okay. Muss ja auch nicht alles was bringen, oder? So. Dann fahren wir mal runter zum Manu. Wir können einfach mal runterfahren und das Rennen werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge fahren. Aber ich freue mich schon. Wahrscheinlich werde ich die nächste Folge erst 3 Tage und das aufnehmen, weil ich die ganze Zeit im Fotomodus hocke. Ah, schön, ich freue mich. So. Wir werden auf jeden Fall auch alles einsammeln, was wir am Straßenrand finden. Ich werde immer die ganze Zeit irritiert von dem Zeug da oben. Die ganze Zeit die Spieler beitreten und dann. Was ist das hier eigentlich rechts von uns? Ist das ein Fahrzeugteil? Oder was ist das? Ist das ein Fahrzeugteil, oder? Ja, Gratisteil. Was kriegen wir? Drop-In-Luftfilter. Oh, geil. Und da vorne ist ein Fotopunkt. Alles klar, nehmen wir alles mit. Ja, es gibt ziemlich viel Zeug auf der Karte zum Einsammeln. Also werden wir alles einsammeln. Leute, das gehört einfach dazu. Sag ich mal, Fotopunkt. Geil. Industriegebiet. Da macht man natürlich ein Foto. Ja, geil. So. Sehr geil. Was ist da vorne? Das ist schon wieder was. Ah, das ist Manu. Da wollen wir hin. Aber das ist Drift, glaube ich, ne? Ist das Drift? Das ist nicht. Wenn das Drift ist, haben wir ein Problem, weil ich kann nicht driften mit der Karre. Was ist das denn genau? Ja, ist okay. Ja, die komplette Cafeteria. Alles down. Okay, sehr schön. So, hier sind wir. Ah. Das ist. Okay. Ist das Longhorn, ne? Ne, ist deiner. Deiner. Deiner Longhorn? Sind das 2 verschiedene Sachen oder ist das ein und dieselbe? Was? Nein, ich erklär's euch, okay? Drift ist zu sicher. Was? Es macht einfach keinen Spaß, Mann. Ist halt so. Sagt wer? Du? Komm schon, Amy, hilf mir mal. Ah, ich liebe es und ich hasse es. Es stört mich, wenn der Motor in den Begrenzer geht. Aber, ich finde es scharf, wenn ich ihn richtig in der Kurve habe. Ja, ja. Okay, ich hau ab hier. Kommst du mit? Ja, okay. Peace. Tschüss, Spike. Tschüss, Amy. Setz dich mal. Thanks. Er hasst das Driften aus einem Grund.
Er kann's nicht. Oh. Man braucht eine gewisse Eleganz. Man hält den Slide nur mit Präzision. Man gleitet um den Scheitelpunkt. Habe ich recht oder was? Wie immer. Also, das ist wie mit Äpfeln und Birnen. Ah. Weißt du, unsere Robin hier, sie hat Klasse. Ganz ruhige Hand. Spike reißt an der Handbremse wie ein Teenager, der aus der Fahrschule kommt. Komm, er fährt ganz okay, Manu. Sein alter Herr hat halt ordentlich was auf der Tasche, das ist alles. Gut, wir haben genug gequatscht. Ich hau ab. Und seit wann ist das ein Problem? Nun, es ist ein Problem, wenn wir hier labern und nicht draußen sind und fahren, Manu. Hör zu, ich plan da so eine Sache. Noch nichts Konkretes, aber nach zu viel Zen brauchst du vielleicht etwas lautes Chaos. Cool, ich ruf dich an. Bis später. Diese Frau ist der Zeit voraus. Dinge passieren, wenn sie dabei ist, weißt du? Jedenfalls solltest du dich unbedingt in der Ventura Bay-Szene versuchen. Yeah. Ich ruf dich an. Bring dich mit der Szene zusammen. Alles klar, Manu, dann ruf mich mal an. Das war's? Ich dachte, jetzt kommt noch ein Rennen. Ruft mich jetzt noch jemand an, oder wie ist das? Okay, wenn uns keiner mehr anruft, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge? Sie ist wieder lang genug geworden. Ich werde so ungefähr zwischen 20 und 25 Minuten halten. Wahrscheinlich wird es wieder 30 bis 35 werden, wieder bei jeder Folge, so wie es bei Horizon damals schon war. Damals. Eigentlich sollte Horizon immer noch laufen. Ich weiß es nicht, wann die Need for Speed-Folgen rauskommen, aber ja. Ich freue mich auf den Fotomodus. Ich werde den jetzt einfach mal tüchtig austesten, während diese Folge hier gerade am Rennen ist, weil ich muss es hochladen, weil heute muss eine Folge kommen, Leute. Ja, ich werde diese Folge auch ein bisschen aktueller aufnehmen. Denn ich will euch da ein bisschen mehr mit einbeziehen. Wenn ihr sagt, sollen wir den so tun, sollen wir den so tun, bauen wir den auf Drift um, bauen wir den auf Grip um. Alles rein und in die Comments. Ich richte mich da auf jeden Fall nach euch. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge, Wünsche etc. habt, alles unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Und lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Und dann verbleibe ich mit einem Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.